Hallo und herzlich willkommen bei Mattings Warentest. Wir wollen uns heute mal einen Fernseher anschauen, und zwar einen ganz besonderen Fernseher, nämlich einen mit der neuen 4K-Auflösung, Ultra HD, also noch viel schärfer. Ausgesucht haben wir uns das Testgerät F9090 in 55 Zoll Diagonale von Samsung. Ultra HD soll ja so ein bisschen die Zukunft des Fernsehens darstellen, auch wenn Fernsehsender noch nicht in dem Format ausstrahlen. Samsung zeigt trotzdem in dem Modell, das mit 3.500 Euro nicht ganz billig ist, dass es sich schon lohnt, jetzt bereits in diese Technologie zu investieren. Der Trick besteht darin, dass Samsung die meisten Anschlüsse nicht in das Gerät selbst eingebaut hat, sondern in eine externe Box, die Connect One Box. Mit der Xbox One hat es nichts zu tun, obwohl in dieser kleinen Box auch eine Menge Computertechnik steckt. Wenn dann zum Beispiel irgendwann der Standard fertiggestellt ist, mit dem man auch 4K-Inhalte per HDMI übertragen kann, ganz einfach, dann tauscht man einfach diese kleine Box aus statt des kompletten Fernsehers und erhält so wieder ein zukunftsfähiges Gerät. Dass der F9090 nicht nur eine einfache Flimmerkiste ist, erkennt man schon an der Fernbedienung, die Samsung mitliefert. Die besitzt nämlich hier ein Touchfeld, über das man das Gerät ebenfalls steuern kann. Wer es etwas konservativer mag, der bekommt auch eine ganz normale Fernbedienung dazu, die dann mit den üblichen Tasten aufwartet. Dass es sich im Grunde um eine Art Computer mit riesengroßem Bildschirm handelt, merkt man schon bei der Einrichtung des Geräts. Da wird man nämlich sehr komfortabel durch sämtliche Schritte geführt. Es ist also nicht wie früher, dass man da selber durch irgendwelche seltsamen Menüs gehen muss. Funktioniert wirklich gut. Auch die Oberfläche selbst erinnert viel mehr an Windows oder ein Apple-Betriebssystem als an einen Fernseher. Zum Beispiel bekommt man das Fernsehbild in einem Fenster angezeigt, sieht auch die anderen Programme jeweils und kann dann sehr bequem umschalten. Bei der Bedienung setzt Samsung auf alles, was derzeit angesagt ist. Man kann das Gerät mit Gesten bedienen, durchs Bild winken. Man kann ihm aber auch Sprachbefehle geben. Mit Hi TV leitet man das jeweils ein. Hi TV! Man kennt es ja von Android-Handys oder von Apple, funktioniert auch ganz gut. Allerdings reagiert das Gerät auch manchmal auf Sätze, die aus Filmen herausgesprochen werden. Feld rechts. Feld rechts. Klar sollte allerdings sein, dass man, um den F9090 vernünftig benutzen zu können, unbedingt eine Internetverbindung braucht, am besten per WLAN. Man kann allerdings auch ein Netzwerkkabel anschließen, wenn es sein muss. Das Ganze führt dann dazu, dass man eine Riesenauswahl auch an Apps zum Beispiel auf dem Gerät benutzen kann und so auf sämtliche Dienste zugreift, wie zum Beispiel auch YouTube. Auf diese Art und Weise umgeht Samsung auch das Problem, das durchaus momentan noch besteht, dass es einfach zu wenig Inhalte für die neuen Auflösungen gibt. Man kann sich nämlich ganz einfach über die verschiedenen Apps entsprechende Inhalte auf den Fernseher holen. Das gilt auch für 3D-Inhalte. Das Ganze kommt dann aus dem Internet, nicht vom Satelliten oder vom normalen DVB-T, aber das merkt der Zuschauer im Grunde eigentlich nicht. Auch die TV-Ausstattung des Geräts lässt nichts zu wünschen übrig. Es besitzt einen Doppeltuner, mit dem man zum Beispiel einen Sender empfangen und einen zweiten gleichzeitig aufzeichnen kann. Ein kleiner Nachteil besteht darin, dass der integrierte Speicher des Geräts nur 2 GB belegt. Darauf müssen natürlich auch die Apps passen, die man so herunterlädt. Das dürfte relativ schnell funktionieren. 3D kann das Samsung F9090 ebenfalls anzeigen. Dafür liegen 2 Shutterbrillen in der Packung. Weitere muss man natürlich dann entsprechend teuer dazu kaufen. Polfilterbrillen wären gerade angesichts der hohen Auflösung meiner Meinung nach besser gewesen.
Die hohe Auflösung sieht tatsächlich ganz hervorragend aus. Für normale TV-Bilder gilt die so natürlich nicht, wobei der Fernseher auch ordentliche Arbeit dabei verrichtet, etwa Full-HD-Bilder hochzurechnen. Aber der Unterschied ist doch noch deutlich zu echten UHD-Bildern, die man zum Beispiel aus dem Internet bekommt. Man kann aber zum Beispiel auch seine eigenen Fotos mit entsprechend vielen Megapixeln dann auf dem Bildschirm sich anschauen. Das ist dann schon sehr beeindruckend auch für die Zuschauer. Mit 3.500 Euro ist das F9090 natürlich noch kein Schnäppchen. Die Preise werden aller Voraussicht nach in den nächsten 6 bis 12 Monaten noch deutlich sinken. Das sieht man auch schon daran, dass Samsung das Gerät zunächst mit 5.000 Euro bepreist hat. Inzwischen ist es für 3.500 zu bekommen. Die Konkurrenz schläft nicht, also da wird sich noch einiges tun. Das Gerät ist allerdings auch für diesen Preis durchaus nicht schlecht. Man muss einfach damit rechnen, dass man nicht einfach nur einen Fernseher bekommt, sondern eine echte Multimedia-Zentrale, die sich auch mit Apps und so weiter erweitern lässt und damit beinahe einen Computer ersetzt.